Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Fragt-Kossi-Video und wir legen auch direkt los. Something Special Fesh hat mich gefragt. Kossi, erstmal viel Lob an dich, ich liebe deine Videos einfach. Ich habe drei Fragen. Im letzten Fragt-Kossi-Video hast du gesagt, dass du dich nicht traust, dir ein Tattoo stechen zu lassen. Jetzt stell dir aber mal vor, du würdest dich trauen. Was würdest du dir tätowieren lassen? Ja, das ist ganz witzig, weil ich neulich auch mit einer Freundin noch darüber gesprochen habe, mit der ich zusammen neulich mal in einem Café war. Und sie kannte die Kellnerin dort und mit der haben wir uns unterhalten und das war eine ganz hübsche. Und ich habe es nicht gesehen, meine Freundin hat es aber gesehen und sie dann auch darauf angesprochen und hat gesagt, sag mal, hast du da am Finger ein Tattoo? Und das fand ich total klasse. Und zwar hat sie hier am Ringfinger in der Innenseite hat sie ein Tattoo in einer arabischen Schrift und das soll Treue bedeuten. Das waren dann so irgendwelche Schnörkel. Und dann habe ich gedacht, boah, wie geil ist das denn? Also jetzt die Schrift, ich würde mir einen anderen Schriftzug ausdenken, ich wüsste nicht welchen. Aber ich fand die Stelle so klasse, weil wenn man so die Hand so macht, dann sieht man da gar nichts. Aber hier, also hier die Sarah Connor, die hat das ja hier am Mittelfinger, hat sie ja Music, das sieht man so, wenn die manchmal so sitzt, ne? Hat sie Music eintätowiert. Aber ich finde das hier sogar noch besser, weil da kann man das ja im Normalfall jetzt eigentlich nicht so sehen. Und das würde ich total gut finden. Aber ich wüsste nicht, was für ein Wort ich... Keine Ahnung, ich würde irgendein Wort nehmen, was irgendwie persönlich mit mir zu tun hat, aber ich wüsste nicht welches. Echt nicht. Also, vielleicht würde ich mir auch nur so eine, ich finde ja Sterne so schön oder Sternschnuppen, würde ich vielleicht sowas da reinmachen oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wäre das so eine Stelle, die habe ich mir jetzt neu überlegt, aber ich würde es wahrscheinlich eh nicht tun, weil das Mädel erzählt hat, das tut tierisch weh. Die hat auch so ein Ding auf dem Rücken und hat gesagt, das tat gar nicht weh, aber an dem Finger hätte sie vorher gewusst, wie weh das tut, hätte sie es nicht machen lassen. Und da war für mich schon klar, da mache ich es sowieso nie. Aber ja, und was es wäre, also wie gesagt, auch generell auf irgendeine andere Körperstelle, also ich würde schon irgendwas mit Sternen, das finde ich schön, wenn das so eine Sternschnuppe mit so kleinen und größeren und mit so Linien so dazwischen, da habe ich mal im Rewe eine Frau gesehen, die stand vor mir an der Kasse, die hatte sowas, ich weiß gar nicht mehr wo, ob die das auf der Schulter hatte oder so, aber da habe ich dann auch gesagt, sie haben ein total schönes Tattoo, hat sie sich auch sehr darüber gefreut. Ja, da bin ich auch so, da sage ich den Leuten das dann auch, aber das fand ich auch sehr schön, aber da ich eh nie den Mut haben werde, wird es sowieso nicht passieren. So, zweite Frage. Kannst du zwei richtig witzige Bücher wie Kaltduscher empfehlen? Ja, nee, also erstmal kannst du alle Bücher von Matthias Sachau lesen. Kaltduscher ist ja auch von Matthias Sachau. Was ich auch sehr witzig finde, ist immer Tommy Jaud. Ich finde, den kann man auch immer lesen. Was ich auch gut finde, ist Raimund Kauleides. Der hat aber, glaube ich, erst zwei Bücher geschrieben. Da müsstest du mal gucken. Ich glaube, da habe ich auch ein Video gemacht zu Herr Schmoltke und ich. So ein Büroroman war das. Und... ja, das geht so in die Richtung. Das ist halt so trockener, lustiger Männerhumor. Dritte Frage, flache oder hohe Schuhe? Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Schuhe besessen mit Absatz, also höchstens mal so oder früher auch diese Plateauschuhe wohl, aber ich habe noch nie Stöckelschuhchen, Pumps oder so oder High Heels oder so besessen. Ich würde mir alles brechen, wenn ich die anziehen würde und außerdem finde ich, das passt nicht zu mir. Ich mag das einfach für mich nicht, genauso wie ich auch Handtäschchen nicht mag. Ich habe so riesige Umhängetaschen immer, wo mein halber Haushaltsstand reinpasst, aber ich mag eben auch Handtaschen nicht. Also es ist so, ich hätte das Gefühl, das wäre Karneval und ich würde mich verkleiden. Mag das auch nicht, wenn Schuhe so klappern. Wenn ich jetzt so Stöckelschuhchen anhätte und ich gehe irgendwo her und klack, 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 klack. Das bin nicht ich irgendwie. Ich trage meine Chucks, die habe ich in 100.000 Farben. Oder ich trage auch gerne im Winter mal so Boots, so, die so ein bisschen sind so wie Biker-Boots, ne? Sowas in der Richtung, wie früher Cowboy-Stiefel, nur heute sind die ja nicht mehr so spitz vorne, sondern ganz normal rund. Die haben dann natürlich auch so ein bisschen so einen höheren Absatz, aber die sind mehr so cool. Also ich trage mehr so sportliche Schuhe. Wenn man schon nicht sportlich ist, dann kann man wenigstens sportliche Schuhe tragen. So, dann hat mich gefragt Spitzbanane. Peace, Kossi. Peace, Spitzbanane. Mich würde mal interessieren, was du von Mangas hältst. Du liest sie sicher nicht, aber gehört hast du sicher schon von ihnen. Dieses Genre wird leider oft belächelt, weil es nur aus Bildern und Dialogen besteht und es ja eher zur Unterhaltung dient. Ja, das finde ich jetzt gar nicht schlimm. Egal, was zur Unterhaltung dient, wenn sich jemand damit unterhalten fühlt, soll das machen. Also Mangas haben mich noch nie interessiert. Ich habe mich da aber auch noch nie näher mit beschäftigt. Aber ich habe früher als Kind ja auch total gerne Comics gelesen. Also es gab immer, früher gab es so bei uns zu Hause zumindest, Mickey Mouse oder Fix und Foxy. Und ich fand immer Fix und Foxy besser als Mickey Mouse. Ja, ich habe die Fix und Foxy Heftchen geliebt und habe die auch gelesen. Da gab es ja auch diese dicken Taschenbücher dann davon und so. Das habe ich auch alles gelesen. Fand ich damals gut, würde mich heute jetzt nicht mehr interessieren.
Er hat mich gefragt, Lakritz Fisch, hallo Kossi, mich würde interessieren, ob du von Mario Vargas Llosa das böse Mädchen gelesen hast und wenn ja, wie du es findest. Nee, habe ich nicht, kenne ich auch nicht, habe ich noch nie gehört. The Mysterious Book hat mich gefragt, hey Kossi, was ist eigentlich deine Lieblings-App auf deinem iPhone? Ja, ich habe eigentlich keine Lieblings-App, aber ich möchte euch mal zeigen, in welche Richtung ich halt sehr viele Apps so habe. Erstmal möchte ich euch aber was anderes zeigen. Bei Facebook, die Leute haben das schon gesehen, weil ich da mal ein Foto hochgeladen habe. Ich zeige euch jetzt etwas, was ich eigentlich total hässlich, kitschig und finde. Aber ich finde es so hässlich, kitschig und dass ich es schon wieder schön finde. Und alle meine Freunde schämen sich für mich, wenn wir irgendwo sind und ich hole mein iPhone raus und zeige dann das da. Yay! Es ist krass, es kommt, glaube ich, über die Kamera gar nicht rüber. Es blinkt und blitzert, es ist strass, es ist pink. Ich habe die auch noch in schwarz und in silber. Also immer so, je nachdem, was ich gerade anhabe. Heute passt es ja eigentlich nicht, weil ich heute rot trage. Ich müsste es ändern. Aber ich finde es einfach so kitschig, dass ich es gut finde. Kosten 8, 9 Euro. Gibt es überall in so Billigläden zu kaufen. Ich finde es total schön. Und Lieblings-Apps, also ich habe drei Wetter-Apps, also für mich ist immer total wichtig, irgendwie heute schon zu wissen, wie morgen das Wetter wird, damit ich weiß, was ich anziehen soll oder was ich halt unternehme und also drei Wetter-Apps, aber es sind alles hier, ist immer Wetter.com und Wetter.de und dann die hier drin war. Ich mache keine Spiele auf meinem iPhone, also ich habe ja so ein Tablet-PC, da habe ich eine Zeit lang ja immer Angry Birds gespielt, da habe ich im Moment aber auch gar keinen Bock drauf, Spiele mache ich eigentlich gar nicht. Ich habe hier... Fernsehwerbung finde ich eigentlich total ätzend. Ich gucke jetzt mal gerade, kann man dann hier irgendwas sehen? Zeige ich euch das denn jetzt mal. Also auf jeden Fall Lieferheld. Kann man Pizza und so bestellen, egal wo man ist. Das ist eigentlich ganz praktisch. Also da hat man halt einmal sich registriert im Internet und so und dann kann man so bestellen und wenn man irgendwo unterwegs ist, kann man sich da eine Pizza hinkommen lassen und man kann die mit PayPal bezahlen. Das finde ich total cool, weil manchmal ist man auch irgendwo und hat gar nicht genug Geld mit oder so. Ist mir auch schon passiert und dann haben wir bei Freunden was bestellt und habe ich gesagt, ich mache das über Lieferheld, kann ich mit PayPal bezahlen. Das finde ich total cool, die App. Aber ich zeige euch mal eben, wovon ich ganz viele Apps habe. Und zwar sind das Fotografie-Apps. Also da habe ich die, könnt ihr jetzt mal kurz stoppen und euch dann irgendwie aufschreiben und keine Ahnung. Weil ich finde, dass das iPhone echt gute Fotos macht. Ich habe zwar auch eine Spiegelreflexkamera und eine richtig gute, eine digitale, mit der kann ich auch tolle Bilder machen. Aber ich finde, also was das iPhone heute schon schafft, alleine also ein Foto zu machen und dann mit diesen Apps die so zu bearbeiten... Ich finde, das ist total hammermäßig. Und nachdem ich dann jetzt auch erfahren habe, wie ich mir kostenpflichtige Apps runterladen kann, denn ich habe keine Kreditkarte, die ja immer verlangt wird, habe mich da ein bisschen informiert bei den Jugendlichen in meinem Bekanntenkreis. Die haben mir gesagt, Gossi, es gibt so iTunes-Karten, die kannst du kaufen, dann kannst du das hier draufladen und dann kannst du die Apps auch kaufen. Habe ich das gemacht und so ein paar Fotobearbeitungs-Apps habe ich eben gekauft. Ich glaube, es war so Zusätze für Adobe zum Beispiel, so... kostet immer 1,59, also so zusätzliche Sachen davon und noch so ein paar andere. Ihr habt die jetzt gerade gesehen. Also das ist sowas, was mich schon total irgendwie interessiert und da spiele ich auch gerne so mit rum. Auch mal abends im Bett, wenn ich nicht schlafen kann, dann nehme ich halt irgendein Foto von mir da oder irgendwas, was ich halt fotografiert habe und dann übe ich mal so, was man da so für Effekte mitmachen kann. Aber das ist eigentlich auch schon alles. Ansonsten habe ich keine Lieblings-Apps. Ah ja, WhatsApp natürlich. Also WhatsApp ist schon klasse, weil man da eben sehr viele... Menschen erreichen kann und ich habe über WhatsApp auch dann Kontakt zu Leuten wieder gehabt, die noch meine Handynummer hatten und die mich dann angeschrieben haben und ich wusste gar nicht dann irgendwie, dass sie noch leben. So, ne? Also mit denen hat man dann jahrelang nichts zu tun gehabt. Ich habe meine Nummer bestimmt schon seit 10 Jahren und das finde ich irgendwie ziemlich cool, dass man sich da auch wiedergefunden hat. Also WhatsApp finde ich eine feine Sache. Daria Beauty 1993 habe ich gefragt, was ist eigentlich aus dem Bücherplausch geworden? Ja, das ist eine gute Frage. Sporadisch habe ich auch mit dem Stefan immer noch Kontakt. Wir haben uns also nicht irgendwie zerstritten oder so. Wir haben uns einfach auseinandergelebt. Das war damals berufsbedingt von seiner Seite aus, weil er halt sehr viel um die Ohren hatte, sehr viel unterwegs war, dementsprechend wenig lesen konnte. Das heißt, wir hätten keine Themen unbedingt gehabt. Ich hätte zwar so einen Bücherplausch auch alleine machen können. Gleichzeitig habe ich aber ja auch meine Videos gehabt und ich wollte nicht in den Videos dann über Bücher reden, über die ich dann auch im Bücherplausch rede. Es gab neulich bei Twitter mal eine kleine Konversation zwischen uns, wo wir uns überlegt haben, den Bücherplausch wieder zu beleben. Stefan, vielleicht siehst du das jetzt auch hier. Wir hatten nämlich eigentlich im Januar
meiner Meinung nach einen total tollen Bücherplausch aufgenommen. Dann hatte Stefan aber leider keine Zeit, das Ganze zu schneiden und dann hochzuladen. Das ist irgendwann in Vergessenheit geraten. Vielleicht könnten wir diesen alten Bücherplausch doch nochmal wieder rauskramen, wenn Stefan die Zeit dazu hat, den mal so schön zu machen und dann halt hochzuladen im Internet. Weil so an sich hätte ich da schon immer noch Lust zu. Vielleicht so einmal im Monat. Ist immer auch schwierig dann, wenn er dann Zeit hatte, dann hatte ich keine Zeit. Dann war es bei mir aus privaten Gründen schlecht letztes Jahr. Da konnte ich ganz lange dann nicht. Und ja, an sich finde ich den Bücherplausch immer noch gut. Das ist immer noch unser gemeinsames Baby. Und vielleicht wird es ja irgendwas. Ihr könnt ja den Stefan alle mal anschreiben. Beim Bücherplausch, da auf der Internetseite seht ihr ja bestimmt irgendwo die Adresse und schreibt ihm doch einfach. Bitte, 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 macht den Bücherplausch wieder weiter und vielleicht machen wir das dann. Also von meiner Seite aus steht dem nichts entgegen. Ich denke von Stefans Seite an sich auch nichts. Es ist einfach eine organisatorische Sache. Wir müssen mal gucken, ob wir das wieder hinkriegen. Ich hätte da Bock drauf. Und ich vermisse den Stefan auch. Das weiß er auch. Das habe ich ihm auch schon ein paar Mal gesagt. Oder geschrieben. So, dann hat mich gefragt, Glut... Pfote. Hey Kossi, packst du eingeschweißte Bücher sofort nach dem Kauf aus oder erst, wenn du sie liest? Würde mich mal interessieren und freuen, wenn du antworten willst. Ich packe die sofort aus. Also ich finde ja immer, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, Bücher müssen atmen. Ich stelle mir mal vor, wie das so ist, wenn man ein Buch wäre und man wäre da so, oh, als wenn ich jetzt hier in so einem Shades of Grey Gummianzug stecken würde, Latex oder so. Ich würde mich da so unwohl fühlen und ich würde da Platzangst kriegen. Ich finde, ja, ein Buch muss atmen. Ich mache die Folie ab und meistens blätter ich einmal so durch und nehme so den Geruch in mich auf und ja, mal sofort ab. Dann fragt mich RP The Real Penanyores. Kann ich nicht aussprechen. Hallo, ich wollte mal fragen, ob du es nicht schade findest, dass von so vielen Büchern dass du von so vielen Büchern die Geschichte vergisst und du dir nicht mal manchmal wünscht, lieber weniger Bücher zu lesen und dafür die Storys zu behalten. Da rede ich auch mit Freunden, die selber gerne lesen, sehr oft drüber, dass es sehr schade ist. Manchmal ist es wirklich so, dass ich heute ein Buch lese und wenn mich jemand fragt, vor 2 Monaten hast du das Buch gelesen, erzähl mal, worum es geht. Ich kann dir von jedem Buch sagen, das gefiel mir oder das gefiel mir nicht, aber über die Handlung weiß ich oft nichts mehr. Und das ist sehr schade, aber vielleicht ist es auch ganz gut, weil stellt euch mal vor, man würde alles behalten im Kopf, dann wäre man ja total dulle irgendwann, weil man ja gar nichts Neues mehr aufnehmen könnte. Von daher ist es so, dass ich die Zeit halt genieße, die ich mit dem Buch verbringe. Wenn ich es toll fand, mache ich ein Video. Ich freue mich daran, wenn ihr die Bücher genauso toll findet, mir dieses Feedback dann gebt. Das ist ja für mich Freude genug und dann kann ich das auch abschließen und dann ist dieses Buch dann für mich auch erledigt und dann lese ich lieber wieder ein neues Buch. Also ich würde jetzt deshalb nicht weniger lesen, sondern ich bin ja immer neugierig auf neue Geschichten, auf neue Bücher und will immer mehr, immer mehr, immer mehr wissen und lesen. Und deswegen finde ich es zwar schade, dass man nicht alles behalten kann, aber auf der anderen Seite ist es eben auch wichtig fürs Gehirn. Sonst wärst du ja total overflowed und würdest irgendwann in der Gummizelle sitzen. Das geht gar nicht. Also der Kopf oder das Gehirn sortiert schon, was wichtig ist und was eben nicht so wichtig ist. Und ja, es ist halt so, ja, das Lesen eben eine Situationssache irgendwie ist oder eine zeitlich begrenzte Sache oder das Erinnern an ein Buch. Gibt natürlich auch Bücher, da erinnere ich mich total lange dran. Aber zum Beispiel werde ich oft auch gefragt, Kossi, kannst du mal ein Video machen zu Der Schatten des Windes? Carlos Ruiz Zafón ist ja immer, wenn ich gefragt werde, sag mir dein Lieblingsbuch, eigentlich gibt es 1000 Lieblingsbücher, aber das ist immer das, was mir so als erstes einfällt, was ich sage. Und ich könnte kein Video machen, weil ich habe das Buch vor, keine Ahnung, 5, 6, 7 Jahren gelesen. Ich kann euch zu der Handlung eigentlich kaum noch was sagen. Vor 2 Jahren habe ich das Hörspiel ja nochmal gehört. Selbst das habe ich schon wieder so gut wie vergessen. Ich kann es euch nicht mehr sagen. Und es ist eigentlich sehr schade. Ich müsste es nochmal lesen. Das mache ich dann aber wiederum auch nicht, weil ich ja so viel neue Geschichten lesen möchte. Ja, da kommt schon die nächste Frage. The Metin 2 Master. Hat dich ein Buch schon mal so begeistert, dass du es mehrmals gelesen hast? Nee. Also ich meine, nee. Also begeistert haben mich natürlich schon viele Bücher, aber ich denke immer, wenn ich ein Buch zum zweiten Mal lese, in der Zeit könnte ich ja schon wieder ein neues Buch lesen. Und ich möchte das lieber. Also ich bin nicht so der, ich lese jetzt mal ganz viele Bücher nochmal neu, nochmal oder so Typ. Bin ich irgendwie nicht. Dann hat mich gefragt, guck mal, da ist jetzt doppelt. Daria Beauty 1993. In einem deiner Videos hast du ja erwähnt, dass du ein iPhone besitzt. Könntest du vielleicht ein Video über deine Lieblings-Apps für dieses machen? Ja, also habe ich jetzt in dem Moment getan, also ein ganzes Video könnte ich nicht machen, weil ich halt nicht so viele habe. The Bookflower hat mich gefragt, was liebst du am meisten an Büchern? Ja, was liebe ich am meisten an Büchern? Also, ich liebe an Büchern, dass sie mich in fremde Welten ziehen können, in die ich im normalen Leben nicht geraten könnte.
oder in den meisten Fällen nicht. Sie lenken mich ab von der Realität. Ich kann fliehen aus meiner Realität, wenn es denn sein müsste. Also nicht, weil meine Realität so arg schrecklich ist, sondern einfach mal, um auf andere Gedanken zu kommen, um andere Probleme von anderen Menschen zu lesen, um mitfiebern zu können, einfach um mich unterhalten zu können. Ich liebe an Büchern den Geruch, was ich ja gerade auch gesagt habe. Ich liebe es, am Papier zu riechen. Also ich lese ja auch immer und zwischendurch schnuppere ich immer daran. Das ist irgendwie so ein Fetisch oder so. Also es erregt mich nicht sexuell oder so, aber es ist einfach... Es ist so Atmosphäre und deswegen lese ich ja zum Beispiel auch E-Books nicht so gern. Ich habe neulich aber ein E-Book gelesen, Kalte Berechnung übrigens heißt es, von Stefanie Maurer. Könnt ihr euch mal downloaden, kostet nur 2,99 € oder so. Das ist so ein Kurzroman, da war ich auch sehr begeistert von, aber es waren nur 50 Seiten oder so. Fand ich auch ziemlich gut, das war so ein Quickie für mich zwischendurch, aber ich habe dann auch wieder gemerkt, es ist halt so, es ist kein Papier, es ist so für mich kalt. Und ja, und ich liebe es natürlich auch an Büchern, mir die hinterher im Regal anzugucken. Ich stehe ganz oft wirklich hier im Wohnzimmer vor dem Regal und gucke mir das an. Oder ich liege auf der Couch, gucke eigentlich Fernsehen und immer wieder geht mein Blick dann so zum Bücherregal und ich gucke es einfach an, weil ich es so schön finde. Ich finde es so schön, wenn in einem Raum viele Bücher stehen. Das ist auch so ein Fetisch irgendwie. Bücherregale ziehen mich auch magisch an, wenn ich zu Menschen gehe, zu denen ich vorher noch nie war, ich bin das erste Mal dann da in der Wohnung und ich sehe da ein Bücherregal, dann glaubt mir mal, ja, dann bin ich erstmal eine Stunde beschäftigt. Ne? Dann werden die Bücher bestaunt, dann wird über die Bücher geredet. Eben dieses Reden über Büchern finde ich auch total wichtig. Ich finde, das Lesen total verbindet. Jeder denkt ja immer, Lesen findet so im kleinen Kämmerlein statt. Lesen ist total für Langweiler. Und also ich halte mich nicht für langweilig und finde halt auch eben, dass Lesen verbindet. Dass man über das Lesen eben auch viele Menschen kennenlernt. Allein diese ganze Community, auch im Internet, aber eben auch im privaten Bereich. Ich finde immer, mit Freunden, mit denen man dieses Hobby teilt, hat man natürlich auch viel mehr Berührungspunkte und man kann darüber reden und ja, ich finde einfach Lesen als Hobby toll. Ja, es gibt auch andere tolle Hobbys, die ich vielleicht auch habe, von denen ich euch aber nicht erzählen würde, weil die jetzt einfach in meinem Privatbereich so sind und die niemandem was angeht. Aber ich finde einfach Lesen toll und Bücher, alles, was damit zu tun hat. Ja, oder dieses Streicheln übers Cover, wenn das dann so, wie bei Shades of Grey zum Beispiel, eine andere Struktur hat oder wenn so ein Buch glitzert oder wenn die Schnittkante bunt ist. Das sind so Kleinigkeiten, die mich dann einfach total begeistern. So. Oder wenn in einem Buch nicht nur Wörter stehen, sondern wenn da Bilder drin sind oder wenn die Schrift bunt ist. Das sind so Kleinigkeiten, die mich einfach glücklich machen. Also mich machen Bücher glücklich. Gibt ja auch in meinem Leben mal Zeiten, wo ich nicht lese, wo ich mal 2-3 Tage Pause mache aus verschiedenen Gründen, weil ich zu viel im Kopf habe, weil es mir zu schlecht geht, weil es mir zu gut geht. Also gibt ja immer mal so Gründe und ich merke aber ziemlich schnell, also eine Woche oder so hält das nie an, weil ich ziemlich schnell merke, dass mir was fehlt. Also so dieser Ausgleich einfach. Für mich ist Lesen auch ein Ausgleich. Ja, so ungefähr. Und jetzt fängt mein Akku schon wieder an zu piepen, weil es schon wieder das dritte Video ist, was ich heute drehe. Ist immer bei diesen Frag-Kossi-Videos, ne? Wir müssen mal gucken, wie lange es noch geht jetzt. Artifair 710 hat gefragt, hallo Kossi, ich möchte gerne wissen, was du mit Büchern machst, die dir nicht gefallen. Stellst du die in ein Bücherregal oder verschenkst oder verkaufst du sie? Also die letzten Bücher habe ich verschenkt, einen großen Teil habe ich sogar bei Facebook dann verschenkt und verlost. Mache ich ja immer gerne mal so ein Quickie-Video und sage, hier Leute, ich habe es zwar abgebrochen, ich finde aber, vielleicht gefällt die Geschichte jemandem und ich finde, man sollte dieses Buch weitergeben. Ansonsten gebe ich sie natürlich auch an Freunde ab, die stelle ich mir dann nicht so ins Regal. Obwohl manche Bücher schon, weil jetzt ich nämlich gerade eins, das ich abgebrochen hatte. Also wenn es Bücher sind von Lieblingsautoren von mir, von denen ich schon von anderen Büchern begeistert war, dann gebe ich die nicht ab. Also mal angenommen, zum Beispiel Sam Beckett würde das nächste Buch schreiben und ich würde es total schlecht finden, würde ich dieses Buch trotzdem nicht abgeben, weil ich alle anderen Bücher von ihm liebe und dann kommt dieses Buch auch daneben. Aber wenn es Autoren sind, von denen ich vorher noch nichts gelesen habe und auch weiß, das Buch hat mir nicht gefallen, ich lese auch kein weiteres Buch, dann gebe ich die ab. Dann hat mich gefragt, Create Your Own Madness. Hey Kossi, ich habe da eine ganz blöde Frage. Sie ist mir eingefallen, weil ich die ganze Zeit auf dein Bücherregal geschaut habe. Und zwar, wie hältst du denn deine Bücherregale sauber? Wischst du nur den sichtbaren Staub weg oder wischst du auch zwischen den Büchern? Keine Ahnung, warum ich das jetzt wissen will, aber es interessiert mich einfach. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Sag mal, so 2-mal im Jahr räume ich alle Bücher raus. Also natürlich nicht alle auf einmal, sondern immer Regalboden für Regalboden und gehe da richtig mit dem Lappen so durch. Aber diesen Staub, den man auf den Büchern sieht, den mache ich immer mit so einem Staubwedel, die in Regenbogenfarben sind. Ich habe den jetzt gerade nicht hier, da ist so ein langer Stiel dran, so ein Teleskop, eine Teleskopstange. Und da braucht man das nur so drüber drehen, dann ist wirklich der oberflächliche Staub weg. Damit kann man natürlich auch dahinter dann einmal so gehen, aber wie gesagt, 2-mal im Jahr gehe ich komplett mit einem nassen Lappen dann mal einmal so durch.
Glutfutter hat gefragt, hallo Kosti, ich habe da mal eine Frage an dich. Und zwar, wie würdest du reagieren, wenn es bei dir anfangen würde zu brennen? Und wenn oder was würdest du versuchen zu retten? Ganz klar, meine Katze. Ja, also meine Bücher wahrscheinlich nicht, weil ich es nicht schaffen würde. Die wären dann wahrscheinlich alle weg. Aber natürlich würde ich Jerry hier nie alleine lassen. Ich würde diese Wohnung nicht verlassen, bevor ich Jerry irgendwie im Arm habe oder der Feuerwehrmann oder sonst was. Ich würde hier nicht rausgehen ohne Jerry. Ja, die letzte Frage, und ich bin hier echt nervös, weil dieses Blinken mich da aufregt mit dem Akku. The Car Tube You. Hi Kosti, im Regal hinter dir kann ich Splitterherz und Schermmund sehen. Warum hast du den dritten Teil Dornkuss noch nicht gelesen? Weil, keine Ahnung, also ich möchte ihn eigentlich auch irgendwann lesen, aber ich habe das Gefühl, ich bin so weit weg von Scherbenmund gedanklich, also dass ich da so viel vergessen habe, dass ich Angst habe, dass ich da irgendwie nicht mehr reinkomme. Es ist blöd, ich schiebe dieses Buch immer von mir her. Ich möchte es lesen, ich möchte ja gerne wissen, wie es zu Ende geht, aber es ist blöd irgendwie, ja, ich weiß, aber weiß nicht warum. Und zweitens, in dem gleichen Regal ganz links, rechts neben der Stange stehen 4 Bücher, die wohl aus einer gleichen Buchreihe stammen. Was sind das für Bücher? Du meinst wahrscheinlich dann jetzt die. Das sind alle Bücher von David Saphir. Oder meinst du die? Das sind alle von Cecilia Ahern. Ich glaube, du meinst eher die, weil die auch so gleich aussehen. David Saphir kommt demnächst auch neues Buch raus. Mu heißt es. Und darauf freue ich mich. Und ich höre jetzt auf, bevor hier gleich meine Kamera abkackt. Und ich dann noch schneiden muss. Das will ich ja nicht. Und ich sage einfach mal, wenn ihr wieder Fragen haben wollt, werde ich euch hier nochmal mein Frag-Kossi-Video verlinken. Da stellt bitte eure Fragen. Wenn die Fragen dann so sind, dass ich sie beantworten möchte, schreibe ich mir sie raus und dann werde ich sie in einem nächsten Video beantworten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.